Dann mach ich jetzt die Schritte gleich und möchte es direkt laufen gehen. 38. Wenn du noch weiter machen oder willst du schon mal gehen? Die Evo Classic Qualifikation 2023. Kann ich mich für die Evo Classic qualifizieren oder reicht es dieses Jahr nicht aus? Das werden wir in diesem Video herausfinden. Heute ist Donnerstag, das heißt morgen früh geht es los nach Köln. Wir haben eine 5,5-stündige Fahrt von Kiel bis nach Köln, werden dann eine Nacht in einem Airbnb verbringen und am Samstagmorgen ist dann die Sichtung. Und erst ein paar Tage später werde ich dann per E-Mail benachrichtigt, ob ich bei der Evo Classic 2023 teilnehmen kann. Es wird eine spannende Reise auf jeden Fall und da ich natürlich schlecht auswärts essen kann, bin ich gerade dabei, Meal Prep zu machen. Es wird hier zwei gute Gerichte geben und zwar einmal Hähnchen mit Reis und einer Sahnesoße mit Champignons und Blattspinat und dann eine Bolognese mit fettreduziertem Hack, Leitschmelzkäse und passierten Tomaten. Also richtig lecker und clean. Das werde ich jetzt vorbereiten, zwei Portionen jeweils. Damit sollte ich gut versorgt sein und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem spannenden Video. Es ist Freitagmorgen, heute fahren wir los nach Köln. Ich gehe jetzt noch duschen, packe die letzten Sachen ein und dann werden wir losfahren. Freunde, wir sind endlich im Airbnb angekommen. Die Fahrt war echt die Hölle. Es gab die ganze Zeit richtig viel Stau, Platzregen, hinter uns war ein Auffahrunfall, die Raststätten waren völlig überfüllt und alles war einfach super unangenehm. Aber nach, ich glaube, über 8 oder 9 Stunden Fahrt haben wir es dann endlich geschafft, obwohl es eigentlich nur hätte 5,5 Stunden dauern sollen. Aber naja, wir sind zumindest heil angekommen. Und das Airbnb ist auch ganz schick. Ich zeige euch kurz mal, wie es hier ungefähr aussieht. Hier haben wir eine ganze Küchenzeile, was super praktisch ist, damit ich mir meinen Rice Pudding noch zubereiten kann. Das Bad ist auch ganz schick. Große Dusche. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und dann gibt es hier ein schönes Schlafzimmer, Fernseher und ich habe natürlich all meine Supplements mitgenommen, damit ich morgen auch einen richtig guten Pump habe. Und jetzt geht's für uns nur noch zu Subway, ein paar Schritte sammeln und noch was essen und danach ab ins Bett, damit ich morgen richtig gut ausgeschlafen bin und dann bei der Evo Classic Sichtung richtig gut abliefer. Also Freunde, wir sprechen später. Guten Morgen Sportfreunde, es ist Samstag, der Tag der Qualifikation. Ich habe ganz okay geschlafen, ich glaube immerhin 7 Stunden waren es fast. Und jetzt werde ich mir einen dicken Rice Pudding vorbereiten. Um 10 Uhr ist für mich Check-in bei der Evo Classic Sichtung. Und um 12.20 Uhr werde ich ungefähr mit, ich glaube, 8 anderen Bewerbern auf der Bühne stehen. Für meine Klasse haben sich, soweit ich weiß, über 20 Leute beworben. Und ich weiß nicht, wie viele am Ende genommen werden. So ist aber ungefähr die Lage. Und deshalb werde ich jetzt mir ordentlich Carbs reinknallen, noch einmal, um gleich einen ordentlichen Pump zu haben. Schauen wir uns mal die aktuelle Form an.
bin jetzt frisch geduscht und ready, die Haare sind gemacht, die Unterhose für die Sichtung wurde gewählt und jetzt werde ich mir meinen Pump-Booster machen. Ich habe hier zum Glück vorgesorgt, habe mir Crank Pump Pro mitgenommen und den mixe ich mir jetzt und werde ihn dann ungefähr eine bis eineinhalb Stunden vor der Bühnenzeit trinken. Letzter Snack, bevor es losgeht, eine Banane mit Honig. Nochmal richtig schön die Carbs reinholen. Und in ungefähr dreieinhalb Stunden bin ich dann auf der Bühne. Eine weitere Viertelrunde rechts. Doppelbizeps von vorn. Start macht 40, möchtest du bleiben oder möchtest du direkt nach Hause gehen? 38. Möchtest du noch weitermachen oder möchtest du schon nach Hause gehen? Ne, wir können weitermachen, okay. Side chest. Seitliche Trizepspose. Doppelbizeps von hinten. Bauch und Beine. Bitte erst Bauch und Beine, Vakuum machen wir danach. Vakuum. Eine Vakuumpose bitte. Komm. Dankeschön und eine klassische Physikpose bitte. Dankeschön. Die Bühne verlassen dürfen Startnummer 38, 39. Freunde, ich war gerade auf der Bühne und es war bombastisch. Ich habe zwar den Schock meines Lebens bekommen, weil nach der vierten Pose, glaube ich, wurde ich aufgerufen und ob ich nach Hause gehen will. Und ich dachte, er meint, weil ich so schlecht bin. Und dann habe ich erst gecheckt, dass er wahrscheinlich meint, weil ich eh schon safe bin. Aber wer weiß, in ein paar Tagen kommt das Ergebnis per E-Mail. Aber ich bin erstmal sehr erleichtert, dass es geklappt hat. Ich habe zwar beim ersten Übergang komplettes Blackout gehabt, aber das war auch zu erwarten beim ersten Mal auf der Bühne. Ganz egal. Es war super und jetzt geht's gleich nach Hause. Ohne Scheiß, ey. Also, was ich daraus lerne, ist, ich muss mich viel besser auf die Situation vorbereiten. In dem Moment, wenn die Kommandos kommen, dass ich
wie automatisch den Übergang mache und nicht darüber nachdenken muss. Und diesmal habe ich nur bei dem dritten Übergang habe ich es dann richtig hingekriegt. Und davor habe ich verkackt, weil ich so, mein Kopf war einfach zu abgefuckt. Geiles Ding, geiles Ding. Okay, ich würde sagen, wir setzen uns in. So, Sportfreunde, die Ergebnisse von der Qualifikation sind da und gleich gibt's die Auflösung. Aber vorher kurz ein paar Worte zu diesem crazy Moment, als der Head Judge zu mir meinte, ich könne ja schon nach Hause gehen. Das war echt verrückt, also so ist es dazu gekommen. Ich bin auf die Bühne gelaufen und direkt in der ersten Frontansicht hatte ich schon das Gefühl, dass ich einen richtig, richtig bombastischen Augenkontakt sowohl mit Brozep als auch mit dem Head Judge André Patrice hatte. Die haben mir auf jeden Fall viele Blicke geschenkt, obwohl ich ganz außen stand wegen meiner Startnummer. Das war schon mal ein super Zeichen für mich. Dann ging es durch die ersten paar Posen. Ich war so nervös, dass ich meine Übergänge am Anfang total vergessen habe, total verkackt habe und dass ich sogar in der Seitenansicht nicht in Blickrichtung, sondern in Richtung der Judges geschaut habe. Also eigentlich ein ziemlich großer Fehler von mir. War einfach in dem Moment so ein Blackout, weil ich so nervös war. Aber in der zweiten Seitenansicht habe ich es dann zum Glück richtig gemacht und ich glaube, es ist niemandem wirklich aufgefallen und wird mir auch definitiv nicht nochmal passieren. Und ja, ich hatte auf jeden Fall so ein richtig gutes Gefühl, einen guten Blickkontakt und dementsprechend hatte ich dann auch, denke ich mal, eine gute Ausstrahlung. Ich habe über beide Ohren gelächelt und das ist sicherlich gut angekommen, denn ich sollte kurz mal die Wertungskriterien der Classic Physik erklären. Denn dort geht zu 50% in die Wertung ein, wie du dich präsentierst, also wie du post und deine Ausstrahlung. Und in der Hinsicht war ich, denke ich, auf jeden Fall einer der Besten auf der Bühne. Denn die Muskelmasse geht nur zu 25% in die Wertung ein. Da mögen einige etwas massiver sein als ich, aber es ist eben nur 25% der Wertung. Dementsprechend kann ich dadurch meine Linie durch mein Posing und meine Ausstrahlung vieles wieder rausholen und die letzten 25% der Wertung ist die Muskeldefinition, wo ich auch auf jeden Fall schon einer der definierteren auf der Bühne war. Manche waren vielleicht schon etwas weiter als ich, andere noch gar nicht so weit, aber ich konnte auch von der Definition auf jeden Fall gut mithalten. Und das Ganze war dann wohl ein so positives Gesamtbild, dass der Head Judge zu mir sagte, ich könne schon nach Hause gehen, weil er schon für sich entschieden hatte, dass ich mich qualifiziert habe. Ich weiß es jetzt im Nachfeld sicher, weil ich auch nochmal hingegangen bin und mit ihm gesprochen habe. Er hat mir das bestätigt, denn viele hatten diesen Spruch falsch interpretiert und dachten, er meinte es negativ, also dass ich quasi gar nichts auf der Bühne zu suchen hätte und deshalb schon nach Hause gehen kann. Aber nein, es war auf jeden Fall positiv gemeint und somit ist das auch die Aufklärung. Ja, ich habe mich qualifiziert. Hier könnt ihr einmal die E-Mail sehen, wenn man es gerade lesen kann, von der Evo Classic. Also ich bin offiziell qualifiziert und werde in jetzt ungefähr nur noch 8,5 Wochen zum Zeitpunkt dieser Auflösung bei der Evo Classic in Siegen in den Siegerlandhallen auf die Bühne gehen. Also wenn ihr da hinkommen wollt, jetzt gibt es glaube ich noch Tickets zu holen. Ich würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Zudem ist noch was anderes Krasses in meinem Leben passiert. Das haben alle schon natürlich mitbekommen, die mir bei TikTok oder Instagram folgen. Und zwar bin ich jetzt offiziell ESN-Athlet. Das ist wirklich unglaublich. Das ist ein Ziel, was ich mir vor ungefähr einem Jahr gesetzt habe und dann kontinuierlich darauf hingearbeitet habe. Und jetzt habe ich es wirklich geschafft. Ich bin jetzt ESN-Athlet und ihr könnt mit meinem Code Simon maximal sparen bei ESN.com auf die besten Supplements. Hier habe ich euch nochmal bereitgestellt, der Pumpbooster, der mir die Quali geholt hat. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, habt ihr da jetzt die Möglichkeit. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gespannt seid auf meine Leistung bei der Evo Classic in einigen Wochen, dann lasst jetzt ein Abo da und auch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich danke euch vielmals für euren Support, der das Ganze ermöglicht hat und ich bin extrem hyped auf die nächsten Wochen. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein!